Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Petritsch, sehr geehrter Herr Potzel, sehr geehrte Frau Dr. Landau, lieber Herr Kollege Schneckener, lieber Ulrich, sehr geehrter Herr Brickwerde, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme gerade vom Steckenpferdreiten. 1400 Viertklässler in Osnabrück haben eines der prägenden Erlebnisse in ihrer Kindheit heute gefeiert, nämlich den Friedensritt über die Rathaustreppe. Und das ist auch der Grund, weshalb der Oberbürgermeister heute nicht unter uns sein kann. Herzlich grüßen darf ich Sie auch vom Präsidenten unserer Universität, Herrn Lücke, der leider so erkältet ist, dass er heute nicht dabei sein kann. Ich darf Sie im Namen der Stadt und der Universität Osnabrück ganz herzlich zum Osnabrücker Friedensgespräch Frieden machen, wie Kriege beendet werden und wie Frieden gelingen kann, begrüßen. Integriert ist dieses Friedensgespräch in die dreitägige Tagung Wendepunkte Friedensende und Friedensanfang vom 30-jährigen Krieg bis zur Gegenwart. Ganz herzlich möchte ich in diesem Zusammenhang die Teilnehmenden der Tagung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, begrüßen. Die Konferenz wird ausgerichtet vom Institut Kulturgeschichte der frühen Neuzeit, dem historischen Seminar unserer Universität und dem Zentrum für historische Friedensforschung der Universität Bonn. Finanziert und mitorganisiert wird sie zudem durch die Deutsche Stiftung für Friedensforschung. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass unser Kollege Professor Schneckener, Leiter des Zentrums für Demokratie und Friedensforschung, die Podiumsdiskussion heute Abend moderieren wird. Er ist auch Mitglied des Wissenschaftlichen Rats der Osnabrücker Friedensgespräche. Wie können Kriege beendet werden? Welche Wendepunkte und Wege führen zum Frieden? Wie können Friedensprozesse gelingen? Und welche Rolle spielen dabei externe, internationale Akteure? Dies sind nur einige Fragen, denen sich die Podiumsgäste heute Abend stellen werden. Ich freue mich sehr, dass wir für dieses wichtige Thema drei renommierte Expertinnen und Experten gewinnen konnten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Dr. Wolfgang Petritsch ist ein österreichischer Diplomat, Politiker und Außenpolitik-Experte mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Viele Jahre war er als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina tätig und als Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf tätig. Seit 2013 lehrt er an der Harvard University in den USA internationale Politik und ist Präsident der Austrian Marshall Plan Foundation. Herzlich willkommen. Mein herzlicher Gruß gilt auch Markus Potzel. Er ist Beauftragter für Südasien und Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Von 2014 bis 2016 war er Botschafter in Afghanistan und von 2016 bis 2017 Krisenbeauftragter im Auswärtigen Amt. Guten Abend. Dr. Dana Landau gilt mein letzter und herzlicher Gruß. Sie ist eine renommierte Politologin und Friedensforscherin. Sie arbeitete unter anderem bei der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und beim UNO-Entwicklungsprogramm. Zudem forschte sie zu Friedensprozessen bei der Inclusive Peace and Transition Initiative
am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Förderung einer Kultur der Toleranz und Weltoffenheit ist tief verwurzelt in Osnabrück. Als Friedensstadt ist sie im 17. Jahrhundert in die Geschichte eingegangen, nachdem hier und in Münster 1648 der Westfälische Frieden beschlossen wurde, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, dessen Ausbruch sich 2018 zum 400. Mal jährt. Niemand wird wohl auf die Idee kommen, da von einem Jubiläum sprechen zu wollen. Bis heute bildet die gelebte Friedenskultur ein charakteristisches Merkmal Osnabrücks. Dies spiegelt sich nicht nur in den gemeinsam von Stadt und Universität veranstalteten Friedensgesprächen wider, sondern auch in der Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises und der Interkulturellen Woche. Nicht nur als Stadt des Friedens, sondern auch als wichtiger Ort der Friedensforschung hat sich Osnabrück auf der Landkarte etabliert. Die Themenfelder der Demokratie, Friedens- und Konfliktforschung spielen eine bedeutende Rolle in verschiedenen Wissenschaftszweigen unserer Universität. Durch die aktuelle Tagung wird ein Licht auf unsere Forschung in diesem Bereich geworfen. Zudem ist unsere Universität eine der wenigen in Deutschland, die drei Theologien beherbergt. Eng arbeiten die Institute der katholischen, evangelischen und islamischen Theologie in Osnabrück zusammen und befördern auf diese Weise den intertheologischen und interreligiösen Dialog. Mit der historischen Friedensforschung setzt sich zudem das interdisziplinäre Institut für Kulturgeschichte der frühen Neuzeit, IKFN, auseinander, während das 2011 gegründete Zentrum für Demokratie- und Friedensforschung als interdisziplinäre Forschungseinrichtung am Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften die normativen, soziokulturellen und politisch-institutionellen Grundlagen von Demokratie und Frieden erforscht. Insbesondere die Migrations- und Flüchtlingsforschung stellt seit vielen Jahren ein wichtiges Profilelement unserer Universität dar, das den Standort überregional auszeichnet. Das bereits im Jahr 1990 gegründete Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, IMIS, untersucht die vielfältigen Aspekte räumlicher Mobilität und interkultureller Begegnung in Geschichte und Gegenwart und hat sich schnell zu einem der führenden Zentren der Migrationsforschung in Europa entwickelt. Nicht zuletzt war das IMIS einer der Initiatoren des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM, und beim Aufbau dieser neuartigen bundesweiten Forschungsstruktur zentral beteiligt. Bevor ich das Wort an Herrn Kollegen Schneckener übergebe, möchte ich abschließend ganz herzlich Frau Janina Majercik und Frau Rea Krakowitzki danken, die den heutigen Abend organisiert haben. Vielen Dank für euer Engagement. Ich freue mich nun auf die Podiumsdiskussion und wünsche uns einen spannenden und erkenntnisreichen Abend. Ja, vielen Dank, liebe Martina. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Es ist ja eben in der Begrüßung schon angeklungen. Wir haben ein wenig die Last der vielen Gedenktage. Heute ist ja auch in Osnabrück ein besonderer Tag, der Friedenstag. Und wir erinnern uns in Osnabrück ja immer gerne dann eher an den Westfälischen Frieden, also an 370 Jahre Westfälischer Frieden. Und wir haben auch, und das ist ja auch eben Teil unserer Fachtagung eben dann dieses Jahr, diesen Herbst, eben auch 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg. Also zwei große Kriege, die beendet worden sind, sehr unterschiedliche Kriege, sehr unterschiedliche Kriegsbeendigungen, auch sehr unterschiedliche Friedensschlüsse.
aber eben Grund genug über den Frieden als solches und über die Möglichkeiten von Frieden und die Wege zum Frieden nachzudenken, insbesondere natürlich mit Blick auch auf die heutige Weltlage. Denn die grundsätzliche Frage, die auch damals, ob nun vor 370 Jahren oder vor 100 Jahren, eine zentrale Rolle spielte, nämlich wie ist überhaupt ein dauerhafter Frieden, eine Friedensordnung zwischen Staaten und innerhalb von Gesellschaften, also sowohl der internationale Frieden, zwischenstaatlich, als auch der innergesellschaftliche Frieden, wie lassen sich solche Ordnungen herstellen, wie lassen sie sich befördern, wie lassen sie sich erhalten? Und das ist eine Grundfrage, die natürlich bis heute aktuell ist, und Sie alle werden wahrscheinlich mit entsprechenden Bildern hierher gekommen sein, sozusagen medial geprägt, Konflikte, von denen wir tagtäglich hören und lesen. Und von denen wollen wir auch ein bisschen sprechen heute Abend, vielleicht nicht über jeden einzelnen Konflikt, aber die Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen haben ja unterschiedliche Erfahrungen mit aktuellen oder zumindest nicht allzu weit zurückliegenden Konflikten, ob das jetzt der westliche Balkan ist oder natürlich der Syrien-Konflikt, der uns eben massiv beschäftigt, Afghanistan, Mali, Jemen oder die Ostukraine. Also wir könnten die Liste fortsetzen, die Schauplätze sind allgemein bekannt. Wir wollen aber ein Thema sozusagen zentral setzen, das haben wir also ein bisschen ausgeflaggt mit dem Titel Frieden machen. Also es geht sozusagen um die Friedens, um die Praxis des Friedenmachens, um die Konzepte, um die Akteure, die am Frieden machen beteiligt sind. Und dieser Titel Frieden machen, der geht auf einen Buchtitel zurück von Dieter Senghaas, Friedensforscher an der Uni Bremen, vielleicht Ihnen bekannt. 1997 hat er ein Buch rausgegeben, Frieden machen. Und da hat er das Motto ausgerufen, Civis pacem para pacem. Willst du den Frieden, musst du den Frieden vorbereiten. Also er wollte damit eigentlich dieses, ein Nachdenken über Friedensursachen und Friedensprozesse befördern, und aus diesem Paradox heraus, das ja sozusagen lange auch das Denken über Krieg und Frieden bestimmt hat, nämlich Civis pacem para bellum. Willst du den Frieden, musst du den Krieg vorbereiten. Und er hat dann dazu geschrieben, also niemand, der Demokratie will, bereitet sich auf die Diktatur vor. Ja? Niemand, der heiraten will, bereitet sich auf die Scheidung vor. Gut, da wäre ich mir vielleicht nicht so sicher. Aber er wollte sozusagen deutlich machen, wieso ist es eigentlich, wenn wir über Frieden nachdenken, wieso kommt man auf die Idee, sich auf den Krieg vorzubereiten? Müssen wir uns nicht auf den Frieden vorbereiten? Und die Frage ist, sind wir vorbereitet? Und wie sind wir vorbereitet? Wer ist das Wir? An erster Stelle vielleicht eben, weil wir eben auch hier so besetzt sind, die internationale Gemeinschaft. Und insofern sozusagen wird sich unser Friedensgespräch sehr damit der Perspektive auch internationaler Akteure in aktuellen Friedenskonflikten, Kontexten beschäftigen. Wie ist eigentlich die internationale Gemeinschaft aufgestellt? Wie funktioniert internationale Diplomatie heute und auch nationale Diplomatie? Andere Formen der Diplomatie, auch sozusagen nicht offizielle Formen der Diplomatie. Insofern bin ich eben sehr froh, dass ich das mit Ihnen drei hier besprechen kann. Und Sie haben es ja in der Vorstellung schon gemerkt, wir haben ja auch eine sozusagen den deutschsprachigen Raum abdeckende Besetzung mit drei Gästen eben aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, das zu diskutieren, was ja vielleicht auch nochmal interessant sein könnte, weil ja natürlich auch diese drei Länder sich durchaus in ihren internationalen Politiken, wie sie Friedenspolitik betreiben, auch durchaus unterscheiden. Also die Schweiz hat einen besonderen Zugang zu der Thematik, Deutschland und Österreich haben wieder andere Zugänge und auch andere Wege in die Friedenspolitik. Und insofern freue ich mich auch, dass wir eben diese Besetzung haben und dass wir mit Ihnen drei, auch drei Exponenten, drei unterschiedlicher schon Wege haben, wie man an Konflikte herangeht, nämlich einmal mit Wolfgang Petritsch jemanden gewinnen konnte, der also hohe Aufgaben für internationale Organisationen, insbesondere für die Europäische Union, wahrgenommen hat, also eben einmal als EU-Verhandler in Rambouillet sozusagen im Kontext des dann stattfindenden oder schon eigentlich laufenden Kosovo-Kriegs, aber der letzte Versuch, den Krieg
vollständig abzuwenden, die gescheiterten Verhandlungen von Rambouillet. Ich denke, Sie werden gleich was dazu sagen. Und dann eben später in der Funktion als hoher Beauftragter für Bosnien-Herzegowina. Und dass wir mit Markus Potzel jemanden für die nationale Diplomatie, für die deutsche Außenpolitik gewinnen konnten und mit Dana Landau eben eine Expertin für eher, sagen wir mal, die nichtstaatliche, die nicht offizielle Diplomatie. Dana Landau wird in Kürze auch bei Swiss Peace tätig sein. Also das ist eine Organisation in der Schweiz, die sehr stark sozusagen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen an Friedensprozessen beteiligt ist. Also das wollte ich nur noch mal markieren, dass Sie auch sehen, wir haben also eine gewisse Bandbreite, die wir hier abdecken. Und insofern freue ich mich sehr, dass das so geklappt hat, dass wir Sie alle hier haben, um über die unterschiedlichen Ansätze und auch die Herausforderungen von Frieden machen zu diskutieren. Wir werden jetzt erstmal eine kleine Aufwärmrunde machen, bei der Sie alle Gelegenheit haben, auch Ihre Thesen zu dem Thema vorzustellen, und dann werden wir hier ein bisschen zu viert diskutieren und dann irgendwann eben auch öffnen für Ihre Fragen und Kommentare, sodass wir dann hier eben das entsprechend erweitern. Und ich möchte mit Herrn Petritsch beginnen und ihn bitten, eben nicht zuletzt auch gerade aufgrund seiner internationalen Erfahrung vielleicht auch den Rückblick der nicht so weit zurückliegenden Konflikte des westlichen Balkans, wobei ja auch die Frage sich stellt, ist das sozusagen alles schon, sozusagen sind wir da im dauerhaften Frieden schon angekommen, ja? Also insbesondere auf Kosovo-Bosnien zurückzublicken, an zwei entscheidenden Konflikten waren Sie in unterschiedlicher Funktion beteiligt. Und ich möchte das nicht tun, ohne nicht zu erwähnen, dass von Herrn Petritsch in diesen Tagen ein neues Buch erschienen ist, der mit dem Titel Epochenwechsel, unser digital-autoritäres Jahrhundert, erschienen im Brandstätter Verlag. Also glaube ich, auch noch mal eine interessante Zeitdiagnose, die Sie da aufstellen, auch jenseits des unmittelbaren Themas des heutigen Abends. Herr Petritsch.